sag ich euch, mache ich diese BRD platt. Ich hau sie runter. Das ist vorbei. Dieser Mann, der die BRD platt machen will, ist ein sogenannter Reichsbürger. Und damit herzlich willkommen zu Kontraste. Seit den tödlichen Schüssen eines Reichsbürgers auf einen bayerischen Polizisten wird die Szene genauer beobachtet. Lange galten die Anhänger dieser Bewegung, die die Existenz der Bundesrepublik und ihrer Institutionen nicht anerkennen, als wirr, aber harmlos. Ein fataler Irrtum, denn die Reichsbürger sind nicht nur aggressiv, sondern auch in Parteien aktiv, vor allem in der AfD. Und das trotz aller Distanzierungen von Bundessprecherin Frauke Petry. Markus Pohl berichtet. Stammtisch der Alternative für Deutschland im fränkischen Lichtenfels. Hier treffen wir Edwin Hübner, den stellvertretenden Kreisvorsitzenden. Ein Mann mit einem sehr speziellen Geschichtsbild. Wir Deutsche sind einfach zu gut. Das ging ja schon an mit dem Ersten und Zweiten Weltkrieg. Ich unterstelle einfach, dass wir in den Krieg getrieben wurden. Warum hätten wir Polen angreifen sollen? Für mich ist Deutschland auch, oder Ostdeutschland, hinter der Oder. Von Ostdeutschland, wo wir immer sprechen, ist für mich Mitteldeutschland. Polen heim ins Reich, heißt das wohl. Die Bundesrepublik hält der AfD-Funktionär für ein besetztes Land. Wir sind besetzt. Naja, und es gibt ja auch noch die berühmte Kanzlerakte. Nach jeder Bundestagswahl muss der gewählte Bundeskanzler mit dem Außenminister nach Amerika. Und da weiß man ja, dass die dann ihre Anweisungen kriegen, unterstelle ich. Die deutsche Regierung kriegt die Anweisungen, genau, von der US-Regierung. Genau, da wird ihm eingelodert, was eben möglich ist und was nicht. Die berühmte Kanzlerakte. Eine plumpe Fälschung aus dem Internet. Quelle zahlreicher Verschwörungstheorien, wie sie gewöhnlich von den sogenannten Reichsbürgern zu hören sind. Hier ein selbsternannter Einwohner des Freistaats Preußen. Die BRD ist ein Verwaltungskonstrukt, der von den Alliierten eingesetzt ist zur Verwaltung des Deutschen Reichs. Und mehr haben wir hier nicht. Das ist kein Staat und es ist nie ein Staat gewesen. Dass die Bundesrepublik nicht souverän sei, denken auch viele in der AfD, sagt Franz Eibel. Er war Bezirksvorsitzender der Partei in Oberfranken, ehe er wegen des Rechtsrucks aus der AfD austrat. Man sendet ja immer gern Signale nach rechts aus und man duldet das ja auch alles. Das wird ja oft sogar von der Parteispitze ja auch noch befördert. Also wenn dann ein Herr Gauland oder ein Herr Höcke hinstellt und sagt, dass ja eigentlich die Amerikaner die Politik der Bundesrepublik bestimmen, dann ist ja nicht mehr viel Unterschied zu dem, was so Reichsbürger erzählen. Mit bizarren Folgen. Ein Video einer AfD-Veranstaltung mit dem damaligen Generalkonsul der USA in München. Ein Besucher fragt ihn, wann er Deutschland endlich in die Unabhängigkeit entlasse. Ich verstehe die Frage nicht. Sie sagen, Deutschland hat entschieden nach dem... Nein, also da kann ich vielleicht helfen. Okay. Also es ist schon weit verbreitet unter unseren Mitgliedern. Die Sichtweise, dass Deutschland immer noch ein besetztes Land ist. Moderator der Veranstaltung Peter Bistron, mittlerweile Landesvorsitzender der AfD in Bayern. Auch auf dem Programmparteitag der AfD in Stuttgart meldeten sich die Reichsbürger zu Wort. Mindestens 50 Parteimitglieder unterstützten einen Antrag, im Programm festzuhalten: Die Bundesrepublik Deutschland ist kein Staat, sondern eine Verwaltungsorganisation ohne Verfassung. Ich habe da leider die Erfahrung müssen, dass man also eben mit logischen Argumenten und mit Fakten bei diesen Leuten nicht weiterkommt. Also die sind total in ihrem Weltbild verhaftet. Würden Sie sagen, die wären bewusst geduldet in der AfD? Ja, ganz klar. Also das muss man auch so sehen. Der Herr Gauland hat ja die Reichsbürger über Jahre hinweg verharmlost. Auch in öffentlichen Auftritten hat er gesagt, es wäre zwar Unsinn, was die sagen, aber deswegen wären sie genauso willkommen in der AfD. Und so findet man bundesweit reichsbürgernahe AfD-Politiker. Beispiel Carsten Herle, Fraktionsvorsitzender der AfD Heusenstamm. Er mutmaßt, die tödlichen Schüsse in Georgensgmünd auf einen Polizisten könnten bloß inszeniert sein, um eine Anti-Reichsbürger-Agenda voranzutreiben. Oder Sebastian Schulze, AfD-Vorstand im Märkischen Kreis und Chef eines Vereins, der zu einem Kongress im November mit zahlreichen Stichwortgebern der Reichsbürgerszene einlädt.
Als Redner angekündigt, Peter Feist, nationalistischer Autor mit einschlägigen Thesen. 70 Jahre Terror der Besatzungsmacht muss vorbei sein. Wir brauchen jetzt endlich die Souveränität. Es ist keine abstrakte Frage. Wir sehen in der Flüchtlingskrise jeden Tag, was es uns kostet, weil wir die Souveränität nicht haben, weil wir fremdgesteuert sind. Warum schafft es denn die AfD nicht, sich von diesen Leuten zu trennen oder die ihnen ganz klar Einhalt zu gebieten? Ich glaube, die will sich ja gar nicht davon trennen. Die fahren ja gut mit dieser Position. Die Wahlerfolge geben ja den Leuten recht. Die Alternative für Deutschland. Nach rechts, ganz weit offen.